Herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Videoserie Meine 10 besten Tipps zu den häufigsten Schwierigkeiten mit Hund. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater, Gründer der Online-Hundeschule www.deine-hundeschule.com. Das ist meine Hündin Wolke und heute im vierten Teil geht es um Leinenaggression. Da haben ganz, ganz viele Leute Schwierigkeiten mit ihrem Hund, dass der einfach an der Leine Aggression zeigt. Wenn Leuten dann andere Hunde entgegenkommen, fangen die ab einem gewissen Abstand an, voll in die Leine zu ziehen oder in der Leine zu hängen, hochzusteigen. Und die Intensität ist natürlich unterschiedlich, je nach Hund. Bei einem ist das super intensiv, da kann der andere Hund 100 Meter weit weg sein, dann dreht er schon durch. Bei anderen ist es erstmal nur ein leichtes Grummeln oder ein Steifmachen, auch wenn die schon relativ nah gekommen sind. Und es ist so ein schleichender, ja, nicht unbedingt schleichen, das kann auch sehr schnell fortschreiten, aber es ist auf jeden Fall ein dynamischer Prozess, der sich entwickelt. Das fängt meistens langsam an und steigert sich aber von Mal zu Mal. Und da habe ich mehrere Tipps für euch auf jeden Fall. Und zwar, der erste ist, dass eine Leinenaggression ganz häufig aus Frustration entsteht, weil die Hunde die Motivation haben, zu anderen Hunden hinzuziehen, aber einfach weitergezogen werden. Das heißt, der Hund möchte gerne dahin, aber wird nur am Halsband oder am Brustgeschirr oder wo auch immer einfach weitergezogen, weil die Leute den Tipp befolgen, kein Kontakt an der Leine oder generell, weil sie nicht zu jedem Hund hin können, weil sie keine Lust haben, den Hund dahin zu lassen und so weiter und so fort. Und irgendwann entsteht Frustration beim Hund, weil er will hin, aber kann nicht. Diese Frustration entlädt sich dann häufig gegen den anderen Hund. In einigen Fällen auch gegen den eigenen Halter. Das heißt, dass sie dann an dem eigenen Halter hochspringen, im Ärmel hängen, manchmal sogar beißen. Und damit das nicht entsteht, ist es ganz wichtig, wenn man den Hund aus so einer Motivation rausholt, zu anderen Hunden hinzuziehen zum Beispiel, dass man ihm eine richtig gute Alternative bietet. Also ich arbeite zum Beispiel mit dem Weitersignal, das baue ich im Vorfeld auf. Und wenn ich mit meinem Hund dann mit dem Weiter arbeite an so einer Ablenkung anderer Hund und mein Hund sich dann für das Weiter entscheidet, weil die Entfernung stimmt und alles passt, dann belohne ich ihn mit einem, ja, mit einer richtig tollen Belohnung. Meist mit irgendeinem Bewegungsreiz, dass ich dann mit einem Dummy arbeite oder sonst irgendwie was. Aber es ist wichtig, dass keine Frustration entsteht beim Hund, wenn er auf den anderen Hund reagiert, sondern dass halt alternativ was Tolles anderes folgt. Und dann entsteht nämlich keine Leinenaggression aus Frustration. Das ist mein erster Tipp, dass ihr da schon mal guckt und da vielleicht was an der Hand habt oder wisst, warum es vielleicht bei euch entstanden ist oder wie ihr es auf jeden Fall im Idealfall vermeiden könnt. Es gibt natürlich vielfältige Gründe, warum Hunde Leinenaggressionen entwickeln. Das können Ängste sein im Vorfeld, das können Schmerzreize sein, negative Erfahrungen und so weiter und so fort. Also die Palette ist riesengroß und da ist eigentlich jetzt so mein Kerntipp zu dem anderen, dass ihr nicht diesen Rat befolgt, der auch häufig im Internet oder von Trainern gegeben wird, dass ihr das versucht zu deckeln mit Negativität und Strafe. Was am besten funktioniert, ist Alternativverhalten, dass ich wirklich systematisch Alternativverhalten aufbaue. Das ist je nach Situation unterschiedlich. Das kann ein Sitz sein, das kann ein Platz sein, das kann, wenn ich in der Bewegung bleiben möchte, kann das ein Fuß oder ein Weiter sein. Und wenn ich das ganz kleinschrittig, systematisch aufbaue und dann anfange, in ausreichendem Abstand zur Ablenkung weiter aufzubauen, dann kann ich den Hund wirklich stabilisieren und schaffe es auch, für eine Leinenaggression rauszuarbeiten. Das sind so jetzt diese Kerntipps, die ich euch in dieser Videoserie mitgeben möchte zu diesem Thema. Ich habe auch zur Leinenaggression schon ein paar Videos gemacht hier auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr mal schauen. Ansonsten schaut gerne in meiner Online-Hundeschule vorbei auf www.deine-hundeschule.com. Da findet ihr einen Intensivkurs, der nennt sich Leinen-Rambo-Kurs. Da lernt ihr Schritt für Schritt, wie ihr so ein Alternativverhalten aufbauen könnt. Und ihr habt meine Beratung mit dazu. Das heißt, wenn ihr Schwierigkeiten mit Trainingsschritten habt oder Fragen dazu, und dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken. Ihr könnt mir auch kurze Videos schicken per E-Mail über WeTransfer. Und dann schaue ich mir das an und sehe dann, ob ihr eventuell euer Training noch verändern könnt. Und da helfe ich euch dann gerne weiter. Ansonsten auch erfahrene Trainer vor Ort. Ihr müsst das nicht alleine machen. Ihr könnt euch da Hilfe holen, wenn das richtig intensiv ist bei eurem Hund. Aber es gibt einfach Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr gute Hilfsmittel, die man anwenden kann, die super schonend sind, um einfach gut durch die Situation durchzukommen und ja, sie im Idealfall dann auch richtig gut aufzulösen. Das waren meine besten Tipps zum Thema Leinenaggression. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von uns abonniert den Kanal. Schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, da poste ich immer alle News. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Wolke.